Moin, moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Ihr seht's, wir sind mal wieder im Feuerwerkssimulator. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Heute ist der 1.1.2022 und damit ein frohes neues Jahr. Und ich habe mir einfach gedacht, wir sind im Feuerwerkssimulator und machen mal wieder so ein bisschen Feuerwerk, um in das neue Jahr zu kommen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen was aufbauen. Kennt es sicherlich. Dann werden wir es gemeinsam zünden. Ich weiß noch nicht, wie lang das Feuerwerk wird oder wie kurz. Ich habe mir jetzt erstmal gedacht, wir machen so ein kleines Feuerwerk für das neue Jahr. Wie gesagt, frohes neues Jahr. Das Video nehme ich schon ein bisschen früher auf, damit ich das schon mal online habe. Ich stelle das natürlich vor, damit es genau um die Uhrzeit auch freigeschaltet wird. Ich denke mal, wir fangen jetzt erstmal hier so ein bisschen mit ein paar Raketis an. Oh, ein paar Wunderkerzen geht auch, oder? Dafür machen wir hier eine kleine Linie. Ah, die ist ein bisschen kürzer. Aber okay. So. Ein bisschen was an Wunderkerzen. Ich hoffe, euch gefällt der Einstieg ins Jahre 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Nicht zu tief. Aber ich denke mal, ist alles schon ganz gut, wie es jetzt ist. So. Heute mal wieder eine grüne Schnur, damit wir jede einzelne Phase auch gut erleben können. So. Jetzt machen wir hier mal einfach ein bisschen weiter. Bisschen Gun Wild. So. Die werden wir natürlich mit einem roten Kabel verbinden. Natürlich auch richtig. Denn das ist richtig und wichtig, damit wir auch ein perfektes Feuerwerk haben. So. Ein bisschen längeres grünes Kabel. So. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Der Abstand ist, denke ich mal, passend. Was haben wir denn hier Schönes noch? Wir haben natürlich unser Liebling Oxwander Go. Da gehen wir jetzt einmal auf die ganze Linie. So, einmal verbinden mit Rot. Ihr könnt natürlich, weil wir ja auf YouTube sind, ja auch vorskippen, bis das Feuerwerk beginnt. Ich habe mir aber einfach mal gedacht, es ist ja auch mal interessant. Und ihr seht dann auch mal, wie lange es eigentlich dauert, bis hier so ein Feuerwerk steht. Wir sind nämlich jetzt schon wieder bei knapp 5 Minuten. Aber ich hatte mir auch gedacht, ein kleines Feuerwerk. Nein. Das muss was Schönes, Großes sein. Wie gesagt, hier ein bisschen Oxwander Go. Jetzt hoffe ich mal, dass einfach der Abstand hier groß genug ist. Weil die hier haben nämlich auch ein paar Schüsse nebeneinander.
Ihr seht's, Oxfam Go. Da steht schon ein bisschen was. So. Da Oxfam Go bisschen länger brennt. Ein bisschen chinesische Mauer. Auch wieder auf die komplette Länge. Ja, ich denke mal, das reicht auch. Zack. Ihr seht es hier, habe ich zwischendurch mal abgesetzt. Ah, ich weiß nicht, ob Kreta das freut, dass ich hier so viel Rauchzeug mache. Aber Feuerwerk ist ja dieses Jahr leider verboten, so wie letztes Jahr. Weko, ein sehr großes Feuerwerksunternehmen, hat es leider nicht geschafft zu überleben. Und ich hoffe mal, 2022, Ende des Jahres, wird es dann besser. So. Schöne lange Linie. Weil ihr wisst ja, Oxfam Go läuft ein ziemlich lange noch. So, ich kann jetzt einfach hier wieder anfangen. So. Ich denke mal, ein bisschen Beehive ist doch ganz gut. Das war natürlich die falsche Richtung. Aussuchen, Beehive. Ich wollte ja auch nicht nach vorne, sondern nach hinten. Schauen wir mal, wie weit wir müssen. So. Eine ziemlich lange Linie, wie ich finde. Aber okay. So, ein bisschen Beehive. Wir sind auch schon wieder bei knapp 9 Minuten. Weil ihr seht mal einfach, wie lange es dauert aufzubauen. Aber müsst ihr euch auch überlegen, in der echten Realität, wie lange dann Feuerwerksaufbauer brauchen, um wirklich was Vernünftiges aufzubauen. Das geht auch nicht in der Stunde oder zwei. So, da sind wir dann auch schon wieder am Ende. So. So, ich denke mal, wir sollten mal wieder ein bisschen Raketen. Was haben wir ein schönes? Wir nehmen mal den hier. Natürlich wieder auf der ganzen Linie. So. Ach so. Wir haben ja jetzt da hinten angefangen. Okay, alles klar. So. Eine schöne Reihe Raketen. Die natürlich
schön alle nacheinander abgeschossen werden. Finde ich eigentlich eine schöne Sache. So. Ja, es sind noch ein paar Raketen. Wie gesagt, überall rotes Band zwischen. Und auf den Zwischenpassagen immer grün. Grün ist etwas langsamer von der Abbrenndauer. Ich denke mal, es wird ganz schön. Wenn ihr jetzt überlegt, ich bin jetzt bei 11 Minuten Aufbauphase und das Feuerwerk wird, denke ich mal, in 3-4 Minuten weg sein. So, einmal da dran. So, was haben wir denn jetzt alles? Raketen? Wunderkerzen. Was habe ich da hingestellt? Also so kleine Boxen. Box Wanna Go. Chinesische Mauer. Beehive. Raketen. So, was haben wir denn hier noch? Bisschen Kudibum. Natürlich wieder auf die komplette Strecke. So, eine Verbindung in grün. Wisst ihr, was ich gerade hier denke? Wir setzen hier noch mal ein bisschen Dreamblast dazwischen. Weil die Raketen sind doch ganz schön flott weg. So. Verbindung nehme ich trotzdem. Na, jetzt nehme ich hier ein bisschen grün. Also hier dieses Medium. So. Weil grün ist für die lange Strecke doch ein bisschen zu lang, finde ich. So, Dream lasst es hier durch. Hier bleibe ich dann auch direkt auf Rot. Der Übergang ist dann doch sehr klein. Und dann denke ich mal, passt das doch ganz gut. Ja, es sind immer sehr, sehr lange Linien, die ich hier gezogen habe. Aber wenn ich zwei oder drei aufstelle, ist das nicht so schön, finde ich. So. Dahin ist schon das Ende. Zap, zap. Kann natürlich jetzt auch sein, dass wir eine gute halbe Stunde aufbauen und dann das Feuerwerk entzünden. Muss man mal schauen, wie groß und wie lustig ich bin. So. Zack, zack, zack. Wunderbar.
So, ein bisschen Captain Sensibel. Da ziehe ich mal hier einfach mal dran vorbei. Sind auch wieder ein bisschen was. Weil irgendwann ist natürlich auch diese Fläche voll. So. Einfach mal schön hier dran vorbei. Wunderbar. So, da wir Septic 1 gar nicht haben, auch hier mal eine schöne Linie dran vorbei. So. Und wieder ein bisschen rot. Oh, die habe ich aber ganz schön hochgestellt. Aber okay. Aber ich denke mal, ein kleines Feuerwerksersatz kann man doch dann als das sehen. So, jetzt sind wir bei 18 Minuten Aufbauzeit. Aber ich denke mal, ich habe noch nicht genug. Wie gesagt, auf YouTube könnt ihr natürlich vorskippen an die Stelle, wo das Feuerwerk beginnt. So, Captain Sensibel. Jetzt schauen wir mal, was wir noch haben. Der Polluten, der fehlt noch. Der Perluten, der fehlt noch. Unser Freund aus Hamburg. Aus München. Hat sich ja jetzt ein Haus gegönnt, was er jetzt abreißen lässt. Aber ich denke mal, Perluten hat auch viel erreicht. So, rot. Und verbinden mit rot. Kleiner, aber feiner Paluten. Normalerweise kennt ihr das ja bei mir. Das Finale ist eigentlich chinesische Mauer. Die habe ich aber schon drin. Mal schauen, ob ich sie trotzdem nehme als Finale. So, also Dreierreihe oder so. Mal schauen. Aber jetzt verbinden wir hier erstmal ein bisschen Paluten. Ja, wir haben ja schon ziemlich viel der Fläche verbraucht. So. Ich muss mir natürlich auch überlegen, wo ich denn noch anfange. Ob ich hier außen anfange oder innen anfange.
So. Jetzt haben wir hier doch auch noch einige stehen. Ich will mal fast behaupten, das muss reichen. Wir sind jetzt bei 20 Minuten Aufbauzeit. Das heißt, wir setzen uns wie immer eine Startrakete. Und dann nach 21 Minuten Aufbauzeit würde ich fast behaupten, Feuerzeug in die Hand. Und dann viel Spaß mit dem Feuerwerk. Wunderbar. Jetzt muss ich mir eben schnell einen Schluck trinken. Aber vom ganzen Reden. Jetzt schauen wir uns mal das Feuerwerkchen hier an. Ich habe jetzt auch kein grünes Kabel genommen, sondern so ein schnelles, so ein Medium. Wunderschön. Jetzt geht's rein ins Mini-Feuerwerk. In Wundertüten, Wunderkerzen, wie ihr sie nennen wollt. Sehr schön. Auch ganz schön hell. Mal schauen, wie lange sie noch brennen. Okay, sie gehen jetzt aus. Ihr seht aber auch die grüne Lunte. Ist auch fast hier angekommen. Schöner Sound. So, jetzt geht's hier in müsste Oxfam Go sein. Die nächste Serie. Ihr seht, da hinten glimmt das Bändchen. So, auf die ganze Linie. Schön. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was als nächstes kommt. Können auf jeden Fall jetzt näher rangehen. Ah, die chinesische Mauer. Okay. Müsste chinesische Mauer sein. Oh, ist doch schon ganz schön hell. So, was kommt denn da als nächstes? Müsste Beehive sein, normalerweise. Dauert natürlich wieder ein paar Sekunden.
Ich möchte jede einzelne Stufe des Feuerwerks genießen und ihr natürlich auch. Ich hätte natürlich auch wieder ein anderes Kabel nehmen können, aber so kann man zwischendurch noch mal ein Stückchen vom Sektchen nehmen, in der Zeit, wo ihr hier guckt, weil ihr wollt es ja sicherlich auch genießen. Ihr seht's, geht doch ein bisschen länger als gedacht. Wir sind schon bei fast 4-5 Minuten. Aber ist doch auch mal ganz nett. Dürfte auch gleich angekommen sein. Beehive. Sehr schön. Ja, sieht gut aus. So. Schön. Sehr schön. So, jetzt werden wir uns mal eben umstellen. Jetzt geht es nämlich dann in die letzten drei rein. Ja, ihr habt gesehen, zwei Pakete sind stehen geblieben. Die werden wir natürlich auch noch anzünden. Sehr schön. Jetzt geht's in die nächste Reihe. Jetzt dauert es natürlich wieder ein paar Sekunden. Ich hätte die Abstände auch ein bisschen kürzer machen können, aber okay. Jetzt sind wir auch gleich angekommen. Wunderschön. So, zum Abschluss noch mal ein bisschen Paluten und dann gleich noch die beiden Pakete. Weil wir lassen ja nichts stehen. So, dürften gleich auch angekommen sein.
Wunderschön. Und wie gesagt, weil ich ja nicht stehen lassen möchte, und damit würde ich nochmal sagen, frohes neues Jahr 2022. Ciao mit Frau Robin. Tschüss. Bleibt gesund.